Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Discflüsterer. Ich bin Dennis und hier geht es um Filme im bestmöglichen Format wie 4K UHD Blu-rays. Mit dem heutigen Film schaue ich mir einen Abenteuerfilm-Drama genauer an. Die Rede ist von Everest aus dem Jahre 2015 von Balthasar Komaktur. Ein Film, welcher uns große Bilder der beeindruckenden Landschaft und die dramatischen Geschehnisse des Bergsteigerunglücks von 1996 zeigt. Storytechnisch ist es vielleicht nicht das Meisterwerk, aber die Atmosphäre ist großartig und passt perfekt in die kalte Jahreszeit rein. Wenn ihr Filme auf Scheibe sammelt oder einfach diesen Content mögt, dann würde ich mich über eure Unterstützung in Form eines Abos und einem Like sehr freuen. Los geht es mit der Bildqualität. Was kann Everest in 4K? Gedreht wurde der Film komplett digital auf Red Epic Kameras sowie Arri Alexa XTs in 2,8K und 6K. Von dem Ausgangsmaterial wurde leider allerdings nur ein 2K-DI als Zwischenprodukt angefertigt. So erhalten wir nur ein hochskaliertes Bild hier. Zur Schärfe kann ich jedoch sagen, dass wir ein sehr ruhiges und cleanes Bild erhalten. Eine Körnung existiert hier nicht. Die Schärfe ist über die meiste Zeit ausgezeichnet. Großaufnahmen der Landschaft, vor allem der Berge, sehen toll aus. Generell lebt der Film von seiner Location und zeigt uns fantastische Aufnahmen des Mount Everest. Aber auch so manche Nahaufnahme wirkt sehr scharf und knackig. Für ein 2K-DI ist das hier nicht schlecht. Als erweiterten Farbraum erhalten wir HDR10 in REC 2020. Die Farben sind dabei schön und satt und leuchtend und geben euch ein sehr schönes Bild hier. Jedoch wirkt das Bild ein wenig wärmer als die 1080p Blu-ray, hat mich aber nicht gestört. Das große Plus sind auch die guten Kontraste. Es wirkt nochmal plastischer und so setzen sich einzelne Ebenen im Bild gut voneinander ab. Es gibt aber auch ein paar Szenen, die bei Nacht oder bei starkem Schneegestöber spielen und hier hat HDR10 die Nase vorn. Da kann die 1080p-Scheibe nicht mithalten. Kommen wir direkt zu den Beispielen. Im ersten 4K-Screenshot könnt ihr unsere Bergsteigertruppe in einem Camp sehen. Die Farben wirken satter und kräftiger. Die Schneeanzüge und auch die Zelte setzen sich nochmal besser ab. Auch der Kontrast ist gut. Im Vergleich dazu das Bild der normalen Blu-ray. Die Farben wirken neutraler, aber dafür auch blasser und verlieren ganz klar an Leuchtkraft. Die Schärfe bleibt insgesamt gleich. Im direkten Vergleich wird der Unterschied im Farbraum jedoch deutlich. Im zweiten 4K-Screenshot könnt ihr nochmal die Bergsteigertruppe an einem Treffpunkt mit vielen bunten Wimpeln sehen. Diese werden sehr satt und tief abgebildet und auch der Kontrast liefert hier nochmal mehr Tiefe und Dynamik im Bild. Im Vergleich mal wieder das Bild der Full-HD-Disc. Die Farben wirken nicht ganz so satt und leuchtend und der Kontrast geht etwas verloren. Dafür wirkt die Farbgebung aber mal wieder neutraler. Im Bereich Schärfe tut sich aber nicht viel. Zusammenfassend kann ich sagen, dass die UHD-Disc von Everest gerade mit HDR alles aus dem digitalen Material rausholt. Die Farben in HDR10 mit den sehr guten Kontrasten lassen den Film besser und immersiver wirken. Viele Landschaftsaufnahmen wirken somit noch schöner und epischer. Im Bereich Schärfe tut sich manchmal etwas, aber nicht viel im Vergleich zur 1080p Blu-ray. Insgesamt gebe ich hier 8 von 10 möglichen Punkten, denn das Bild ist sehr gut geworden. Nur schade, dass es kein 4K-DI oder gar Dolby Vision gibt. Das Bild hätte noch brillanter aussehen können. Kommen wir nun zum Ton. Hier erhalten wir im Englischen sowie im Deutschen eine Dolby Atmospur und die ist grandios. Sie lässt die Herzen der Heimkino-Enthusiasten höher schlagen. Gerade die Szenen am Berg mit den Wetterbedingungen wurden sehr eindrucksvoll und immersiv abgemischt, sodass das Gefühl entsteht, man sei mittendrin. Absoluter Wahnsinn. Der Wind pfeift und zischt von allen Seiten und wenn die Eisgletscher brechen oder das Gewitter erklingt, dann geht der Bass ganz tief und druckvoll runter. Auch die Filmmusik ertönt sehr weit und räumlich. Diese Tonspur macht nur Spaß und gibt jedem Lautsprecher mehrmals ein richtiges Workout. Auch die Stimmen sind sauber und deutlich zu verstehen. Die Tonspuren in beiden Sprachen sind hier auf einem Level. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, ja, ich gebe hier die volle Punktzahl. 10 von 10 möglichen Punkten. Wenn ihr mal euer System testen wollt, dann ist die Atmospur von Everest genau richtig. Einen kleinen Unterschied zwischen UHD und 1080p Blu-ray gibt es allerdings. Denn auf der Blu-ray erhaltet ihr zwar auch eine deutsche Atmospur, allerdings beruht diese auf einem Dolby Digital Plus Kern. Auf der UHD-Scheibe bekommt ihr die deutsche Atmospur dann mit dem verlustfreien True HD Kern und klingt nochmal besser. Also hier gibt es nochmal ein kleines Upgrade. Machen wir weiter mit dem Bonusmaterial. Ihr bekommt einen Audiokommentar vom Regisseur selbst sowie mehrere Featurettes über die Dreharbeiten in Italien und Nepal. Hier wird sehr spannend dargestellt, mit welchem Aufwand dieser Film realisiert wurde. Die Schauspieler mussten hier ein intensives Training vollbringen, um das Klettern authentisch darzustellen. Die Extras sind sehr spannend, fallen aber mit knapp 25 Minuten sehr kurz aus. Ich gebe dem Bonusmaterial 7 von 10 möglichen Punkten.
Kommen wir nun zur Verpackung und ihr könnt hier die normale M-Ray von Everest sehen. Ja, es ist keine deutsche Version, sondern diese Fassung wurde mir von den Niederlanden geschenkt. Aus dem Grund gibt es auch unten im Links eine kleine Altersfreigabe. Das Frontcover zeigt uns zwei Bergsteiger in Richtung Everest und passt stylisch sehr gut zur Story. Auf der Rückseite mal wieder alle technischen Infos zum Film sowie die Auflistung des Bonusmaterials. Im Innern sehen wir dann die zwei bedruckten Scheiben und zeigen hier das gleiche Artwork von der normalen 1080p Blu-ray. Insgesamt gebe ich der Verpackung 7 von 10 möglichen Punkten, da wir eine solide M-Ray erhalten. Der Streifen Everest ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Gerade der Atmos-Ton mit seinem tollen Sounddesign weist hier zu begeistern. Auch das Bild mit HDR10 lässt die Farben und Kontraste nochmal kräftiger und stimmiger erscheinen. Zwar ist es schade, dass kein 4KDI erstellt wurde, denn die Schärfe hätte gerade durch die 6K-Aufnahmen nochmal besser sein können. Aber für jeden, der solche Bergsteigerfilme mag oder einfach mal seine Heimanlage testen möchte, dem kann ich Everest wärmsten empfehlen. Insgesamt gebe ich dem Film in 4K 8 von 10 möglichen Punkten. Bild und Ton bieten auf jeden Fall nennenswerte Upgrades im Vergleich zur 1080p Blu-ray. Der Rest bleibt aber gleich. Jetzt seid ihr gefragt. Kennt ihr den Film Everest und mochtet ihr ihn? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr Videos zur 4K-Veröffentlichung sehen möchtet, dann klickt doch gerne auf meine Kritik von letzter Woche. Da habe ich über Mortal Engines gesprochen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht es gut und bleibt gesund, euer Discflüsterer.